Sorry, ich hatte noch Wichtigeres zu tun. Klar, wer nicht. Also, ich soll jetzt mit dir dieses Interview führen. Ich mach das nur, weil du es dir gewünscht hast, weil eigentlich... Hast du Besseres zu tun. Korrekt. Verstehe. Haben sie dir die Fragen geschickt? Ja, kennst du die Fragen auch schon? Ich habe mich vorbereitet, ja. Also gut. Marco, mit den Känguru-Chroniken hast du als Autor deutschlandweit einen Wahnsinnserfolg erzielt und eine beachtliche Anhängerschaft an Fans geschaffen. Jetzt kommt das Känguru auf die große Leinwand. Hattest du gar keine Hemmungen, diesen Schritt zu gehen? Nein. Wie nein? Du kannst doch nicht einfach nur mit einem Wort antworten, wenn die Frage ein halber Roman war. Doch. Du bist auch der Drehbuchautor des Films. Hattest du auch bei der eigentlichen Produktion des Films ein Mitspracherecht? Ja. Alter, ein Interview ist kein Spiel, bei dem derjenige gewinnt, der mit den wenigsten Worten auskommt. Wenn du willst, dass ich mehr sage, dann hör auf, Ja-Nein-Fragen zu stellen. Ich habe mir die Fragen nicht ausgedacht. Ich auch nicht. Na schön. Der Kinostart liegt zwar noch in der Ferne, aber worauf darf das Publikum schon jetzt gespannt sein? Ja. Wie ja? Du kannst hier nicht einfach Ja sagen. Das ergibt doch gar keinen Sinn. Jetzt beruhig dich und stell die nächste Frage. Ach. Worin lag bei der Adaption der Känguru-Chroniken die besondere Herausforderung? Inwiefern seid ihr zusammen mit Regisseur Dani Levy und den Produzenten von der Buchvorlage weg? Und wehe, du sagst jetzt einfach nein. Naja, die Bücher sind ja sehr episodisch und ein Film braucht halt eine Handlung. Und insofern gibt es da viel Neues zu entdecken, aber es ist auch viel aus dem... Ich hab's mir anders überlegt. Es ist mir doch lieber, wenn du immer nur Ja oder Nein antwortest. Jedenfalls gibt es eine neue Handlung, es gibt aber auch viel Bekanntes. Ja, ja, aber auch genug Bekanntes, bla bla bla, ich kann's mir denken. Nächste Frage. Dimitri Schad spielt dich bzw. deinen alter Ego im Film. Warum ist er der Richtige für diese Rolle und warum hast du dich nicht selbst gespielt? Ich verstehe nicht, warum ich das dauernd gefragt werde. Elton John hat sich auch nicht selber gespielt und ihn hat bestimmt nie jemand gefragt, warum nicht. Wie kommst du denn jetzt auf Elton John? Na, weil ich finde, dass wir viel gemeinsam haben. Wir sind beide... Schwule alte Engländer mit einem Faible für extravagante Schuhe? Musiker, deren Leben gerade zu einem Biopic verarbeitet wurde. Ja, whatever. Hier kommt eine neue Frage für dich, Rocketman. Was hältst du von einer Finanztransaktionssteuer? Diese Frage steht doch überhaupt nicht im Skript. Antworte einfach. Finanztransaktionssteuer, ja oder nein? Ja. Richtig. Wie hieß Karl Marx' ungeliebter Schwiegersohn, der das Recht auf Faulheit verfasst hat? Paul Lafargue. Ich nehme Flora und Fauna 500. Bei welchem Fisch liegen die Augenhöhlen im Inneren eines durchsichtigen Schädels? Glaskopffisch. Korrekt. Letzte Frage. Wo ist das Stück Käsekuchen, das du dir für heute Abend aufheben wolltest? Du hast es gegessen. Jackpot, wieder richtig. So, sind wir jetzt fertig hier? Ich glaube schon. Gutes Gespräch. Danke. Dein Verhalten lässt mich vermuten.